Exklusiv bei deinem Radio. Demnächst zu Gast im Weekend Deluxe. Hallo, hier ist Daniel Schumacher und am 27. September bin ich zu hören bei deinem Radio und ich freue mich auf alle, die zuhören. Yeah! Exklusiv bei deinem Radio. Demnächst zu Gast im Weekend Deluxe. Hallo, hier ist Daniel Schumacher und am 27. September bin ich zu hören bei deinem Radio und ich freue mich auf alle, die zuhören. So, ihr Lieben, jetzt sind wir wieder hier im Weekend Deluxe, so heißt ja unsere feine, aber kleine Sendung. Und heute haben wir hier wieder jemanden im Interview. Namen verrate ich erstmal nie. Ich verrate erstmal Geburtsdatum. 19. April 1987 ist er geboren in Pfullendorf im schönen Baden-Württemberg. Ist ein deutscher Popsänger und sogar Songschreiber, ne? Er gewann 2009 die 6. Staffel der Castingshow Deutschland sucht den Superstar. Nun hat man ja schon mal den Norm Lang hier im Gespräch. Und da freue ich mich natürlich, dass er heute den Weg auch zu uns geschafft hat. Und zwar der Gewinner, wie schon eben erwähnt, der 6. Staffel, Daniel Schumacher. Wunderschönen guten Tag dir. Hallo. Ich bedanke mich erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns hier Rede und Antwort zu stehen. Ja, gerne, kein Problem. Ja, mit was wollen wir anfangen? Also ich meine, klar, wir reden am besten mal über DSDS. Ich hatte es beim Norm damals auch gemacht, da gab es viel zu erzählen. Da gucken wir mal, was wir bei dir jetzt rauskitzeln können. Okay, ich bin gespannt. Wie warten? Also wir fangen mal von ganz vorne an. Wie stellt man sich das vor? Man bewirbt sich irgendwann bei DSDS. Hat es gleich beim ersten Mal geklappt oder musstest du dich vorher auch schon bewerben und wurdest dann immer abgelehnt? Ich war in der Staffel davor schon mal dabei und bin damals kurz für den Live-Show rausgeflogen. Du bist dann unter die besten 30 gekommen, ne, glaube ich. Ich war sozusagen, es gibt 15 Stück keine Live-Show, ich war 16. Oder sogar 16, ja. Und woran war es damals gescheitert? Ich habe das so nie mehr. Ich war einfach noch nicht bereit, ich habe die falschen Songs gesungen, ich war überfordert mit dem Ganzen. War eine komplett neue Welt, Kamera. So viele Menschen, Sänger um mich rum und alles sehr viel für mich. Und ich glaube, deswegen bin ich auch nochmal hingegangen, um einfach zu sagen, so, okay, ich fühle mich jetzt bereiter und ich weiß, was ich singen muss, was zu mir passt, was funktionieren könnte. Und dann habe ich es nochmal probiert und dann bin ich in die Jurykasse gekommen. Die Jury war dann sehr zufrieden, hat mich gefreut und dann lief das ganz gut, würde ich mal sagen. Da reden wir jetzt schon von der 2009er Staffel, von der 6. Ne? Genau. Du hast ja damals mit 50,47% knapp gewonnen vor Sarah Kreuz, deine damaligen Kandidatin. Das war ja doch sehr, sehr eng, ne? Ich glaube, ich sage es ja jedes Jahr, es ist eng. Unglaublich eng. Ich glaube, das war das engste Finale Fanzahlen bisher und es war auch vollkommen okay, weil meine Erinnerungen an Finale sind einfach die, dass ich ich hätte vollkommen damit leben können, hätte ich nicht gewonnen, weil ich glaube, in dem Finale war mit Sarah eine Sängerin, die ich, glaube ich, gut fand. Also ich habe einfach gedacht, okay, in dem Finale, da gibt es für mich jetzt keinen Verlierer. Wenn ich Zweiter werde, ist es irgendwie schlimmer, weil ich dann gegen eine unglaublich gute Sängerin verloren hätte. Und deswegen, glaube ich, war das Finale von ihr und mir auch so harmonisch und auch so emotional und entspannt, weil man einfach sich respektiert hat. Und ich glaube, es war auch zu Recht so knapp. Mich würde mal interessieren, habt ihr heute noch Kontakt oder hattet ihr nach der Sendung dann noch Kontakt so im Freundschaftlichen oder lief das dann irgendwann auseinander? Die Sarah und ich hatten nach der Sendung noch Kontakt, mittlerweile nicht mehr, weil die Sarah hat so die Angewohnheit, irgendwie ihre Handynummer alle 14 Tage zu ändern. Ui. Ich hab sie dann mal getroffen vor ein paar Jahren, DSDS-Finale bei einem anderen. Hab mich unglaublich gefreut und sie sich auch, aber wie soll ich einen Menschen erreichen, wenn der ständig seine Handynummer wechselt? Schade, ne? Ja, schon so schade auf jeden Fall. Wir gehen jetzt mal noch ein paar Schritte weiter. Du hattest ja dann, da saßt ja an der RTL-Jury, neben Dieter Bohlen gab es ja auch diesen Juror, der Volker Neumöller. Der hat dich ja dann auch gemanagt, ne? Gleich direkt am Anschluss. Ja. Da kam deine erste Single, die hören wir uns im Übrigen auch gleich mal an, Anything But Love. Und die hat sich innerhalb von einer Woche so gut wie vorher keine andere Single verkauft. Und du hast sogar für diese Single eine goldene Schallplatte erhalten, ne? Das stimmt, ja. Ja? Wollen wir uns die mal ganz kurz anhören? Und am besten, du kündigst die vielleicht mal selber an. Wollen wir das so machen? Ja,
Kann ich gerne machen. Dann bin ich gespannt. Dann bitte, da das Mikrofon ist für dich offen. Jetzt kommt von Daniel Schumacher die 2009er Siegersingle von DSDS. Eine großartige Nummer von Dieter Bohlen geschrieben. Anything but love. Dann hören wir jetzt mal rein. So. So, das war's also. Das ist die Single, wo Daniel Schumacher, ich würde mal fast behaupten, seinen großen Durchbruch hatte. Ich hatte es ja gerade gesagt, goldene Schallplatte. Hängt die jetzt irgendwo an einem besonderen Ort oder liegt die im Safe? Nee, ich habe insgesamt drei goldene Schallplatten. Mhm. Die hängen alle im Hausgang bei mir. Also ich habe so eine Internetwohnung, die ist sehr hoch und dann habe ich die schön gestaffelt hingehängt. Wie reagieren? Und wenn ich in die Küche gesehen kann und sagen kann, okay, du hast was erreicht. Jetzt würde mich mal interessieren, wenn ich mich jetzt vorstelle, ich würde als Gast zu dir nach Hause kommen. Wie reagieren denn dann deine Gäste, die vielleicht das noch nie so auf dem Schirm haben, dass du die gewonnen hast? Oder die schauen die sich da alle bestimmt interessiert an, oder? Also im Regelfall besuchen mich jetzt nicht viele fremde Menschen. Also die meisten Menschen, die mich besuchen, die kennen mich schon gut. Und wenn ich mich immer erinnere, wenn ich zum ersten Mal da war, gerade auch Freunde von mir, war das halt so, okay, da hängen ja deine Goldenen, aber es war nie irgendwie so, oh mein Gott, das ist auch gut so, weil man hat ja keine Fremden im Haus. Also kann man sagen, du trennst schon ein bisschen oder differenzierst im Prinzip so ein bisschen, was Privatleben ist privat, und das, was musikalisch ist, da lässt du dich natürlich gerne feiern, ja? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich bin ja auch stolz auf das, was ich erreicht habe, aber ich glaube, mit meinen Freunden habe ich dann schon andere Themen. Und was sind das so für Themen? Darf man da mal so ein bisschen in der Schmökerkiste rumschmökern? Das Leben und keine Ahnung, was Freunde miteinander reden. Hast du denn ein besonderes Hobby? Ein ganz besonderes, abseits vom Singen? Irgendwas, wo du dich ablenken kannst, wo du sagst, ach, jetzt will ich mal diesen ganzen musikalischen Stress mal von der Seele weghauen. Jetzt gehe ich zum Beispiel Bungee-Jumping oder so. Nee, ich spiele Tennis. Das Tennis? Ist eigentlich ganz gut. Okay. Ganz schlechten Tagen presse ich auf den Ball drauf, um meinen Frust rauszulassen. Mhm. Aber beim Tennis kann ich super abschalten. Und ich mache relativ viel Sport grundsätzlich. Und mir ist Sport immer was Gutes, wo ich abschalten kann und nicht die ganze Zeit an irgendwelche Sachen denke, die mit der Musik und der Karriere zu tun haben. Mhm. Wir haben jetzt ja gerade schon so mal ein bisschen über DSDS noch mit zusätzlich gesprochen. Jetzt würde mich mal noch interessieren, Dieter Bohlen, ne? Ein ganz harter Knochen, ist bei dem einen oder anderen eher nie so beliebt. Wie ist denn deine Sicht der Dinge, so auch jetzt abseits oder rückblickend zu dem, was er mit dir damals so besprochen hatte oder gesagt hatte, auch in den Casting-Sendungen? Ich liebe Dieter Bohlen. Mhm. Ich sag's offen. Ich habe mit ihm nur positive Erfahrungen gemacht. Er hat mich während der Staffel unterstützt. Mhm. Und es war unglaublich toll, mit ihm im Studio zu arbeiten. Und er war zu mir immer unglaublich nett und sehr lustig. Mhm. Und ich habe über Dieter Bohlen überhaupt nichts Böses zu sagen. Wahrscheinlich würden sich viele Menschen anders wünschen, damit sie mal berichten können. Aber ich kann einfach nichts Schlechtes sagen. Nee, das ist ja auch in Ordnung. Aber irgendwann haben sich doch sicherlich mal eure Wege getrennt. Ich nehme mal an, aus musikalischen Gründen. Oder arbeitest du noch heute mit ihm zusammen? Nee, schon lange nicht mehr. Also wir haben uns nach dem ersten Album haben uns musikalisch getrennt. Aber das war jetzt auch nicht im Krieg oder so. Es war einfach so, dass er Visionen hatte. Ich hatte andere Visionen. Und deswegen war das, dass wir gesagt haben, okay, dann versuchen wir einfach musikalisch getrennte Wege zu gehen. Also kann man sagen, er war aber zumindest so für eine Starthilfe, hat er dir doch ein bisschen was erbracht, oder? So als auf jeden Fall. Ich war unglaublich stolz, dass ich mich auf der Album machen konnte. Ich meine, das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Und wir haben damit ja auch was erreicht. Ich meine, das Album gab es Gold in Deutschland und in Österreich. Und für die Single gab es auch Gold. Und das sind Sachen, auf die bin ich unglaublich stolz und auf die tue ich immer noch gerne zurückblicken. Und ich glaube, das ist auch definitiv auch einen Anteil von, hat Dieter Bohlen auch seinen Anteil dran. Und das will ich auch gar nicht irgendwie wegreden. Naja, er ist ja sehr erfolgreich. Aber wenn man mal jetzt DSDS mal so bis heute mal irgendwie, also im Jahr 2015, mal ein bisschen rückblickt. Es haben leider nicht sehr viele Leute, die entweder DSDS gewonnen haben, also als Superstar verlassen haben, oder die da waren und vielleicht doch das Talent hatten, haben sich aber wenige bis heute tatsächlich wirklich gehalten. Was denkst du, woran liegt das denn? Na, das Problem ist, das ist mittlerweile das Problem auf immer das Image der Sendung, weil
in den letzten Jahren hat es sich schon arg verändert. Es geht weniger um Musik, es geht weniger um die guten Sänger, es geht eher um die Castings, um die Witzpersonen. Die Liveband ist nicht mehr da, es hat einfach nicht mehr so viel Kredibilität und es ist einfach nicht mehr so auf Musik ausgelegt. Und das finde ich schade. Und das ist natürlich auch so, dass das Image jeden einzelnen Kandidaten, der jemals bei DSDS war, beeinflusst. Und ich glaube, es wurde schon oft diskutiert, wir haben es im Radio so schwer, gespielt zu werden, grundsätzlich in Deutschland, wie DSDS-Leute. Ich glaube auch einfach, weil Dieter Bohlen im Radio keinen guten Ruf hat und weil viele Anti sind. Und was ich halt nie verstehe, ist dieser Punkt, dass man dann sagt zum Beispiel jetzt Daniel Schumacher und dann sagt man automatisch, ach, DSDS, ja, ich habe da mitgemacht, ich habe das auch gewonnen, aber ich bin nicht das Format. Mhm. Ich meine, ich bin ja trotzdem eine eigene Persönlichkeit und ein eigener Mensch und ich bin, wenn man das bei DSDS immer so ein bisschen abredet, ich bin ein Künstler und ich schreibe meine eigenen Songs, ich mache mein eigenes Zeug und da sollte man einfach mal anfangen, neutral zu bewerten und nicht einen in Schubladen stecken. Da komme ich gerade auf eine Frage, die hatte ich den Norm Lang nämlich auch gestellt. Da haben wir uns auch sehr ausführlich über die DSDS unterhalten. Wenn ich das so richtig raushöre, magst du eigentlich gar nicht mal so wirklich mit diesem Produkt DSDS groß verbunden werden, sondern du wünschst dir jetzt, ich meine, es sind ja nur schon 7 Jahre vergangen seit deinem Sieg da, dass du eigentlich mehr als dein eigenes Produkt wahrgenommen werden bist, korrekt? Ja klar, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe aus den letzten 6 Jahren dafür gearbeitet, dass ich als eigenständiger Künstler wahrgenommen werde, nicht als der Daniel von DSDS. Klar, es ist immer ein Thema, klar. Es ist auch interessant, dass man das mal reden kann, aber schlussendlich, ich bin nicht das Format, das sage ich mal wieder aufs Neue. Ich bin ich und ich bin ein eigenständiger Künstler und das habe ich mir auch in den letzten 6 Jahren erarbeitet. Und das ist nicht so, dass was heißt aber, diese Castingshows sind so, dass die Leute von 0 auf 100 hochkommen und nichts dafür tun müssen. Ich meine, wahrscheinlich habe ich einfach in den letzten 6 Jahren nach der Show kämpfen und buckeln müssen, was andere vielleicht bevor sie es haben machen müssen. Aber arbeiten müssen wir alle trotzdem dran und auch kämpfen müssen wir alle trotzdem. Und deswegen erwartet eigentlich den gleichen Respekt. Und das ist manchmal in Deutschland leider ein bisschen schwer. Mhm. Gibt's denn, also du hast ja dann, wie gesagt, nach DSDS ging ja das Leben dann anders weiter, wie du dir eigentlich, bevor das losging, so ein bisschen erhofft oder gewünscht hattest. Du bist ja dann irgendwann mal so ein bisschen auch im Fokus der Medien und öffentlichen Presse gewesen. Wie hat sich denn eigentlich da dein Leben grundsätzlich verändert? Also das jetzt nochmal abschließend als DSDS-Frage, ja? Also anfangs auf jeden Fall in der Umgewöhnung auch sehr schwer, weil man vor so einer Show kennt einen, kein Schwein, hat seinen geregelten Tagesablauf und hat sein geregeltes Leben, seinen Job. Geht zur Schule oder keine Ahnung was. Und danach ist man halt einfach, ist man in der ersten Zeit sehr viel unterwegs. Menschen auf der Straße erkennen einen, Menschen bewerten einen, obwohl sie einen vielleicht persönlich nie getroffen haben. Und damit muss man erstmal klarkommen. Weil ich bin zum Beispiel jetzt kein Mensch, der auf der Straße rumrennt und sagt, hier bin ich, guckt mich alle an. Ich bin derjenige, der denkt, wer halt auf der Straße rumläuft, ohne sich jetzt Gedanken zu machen. Also, und anfangs war das schon schwer, wenn Menschen dann plötzlich irgendwie herkamen und eine Meinung über einen hatten und die war teilweise manchmal auch, vielleicht auch böse oder auch nett, aber da muss man sich schon irgendwie ein dickes Fell anschaffen, man muss da erstmal mit klarkommen, damit irgendwie auch umgehen können und das habe ich jetzt so gehört, ich hatte 6 Jahre Zeit damit umgehen zu lernen. Aber es ist auf jeden Fall schon so, dass man auch keinen geregelten Tagesablauf mehr hat, man ist dann einfach einen Tag da, muss viel reisen und ist wenig zu Hause in der Anfangszeit und hat viele Auftritte und ist halt ein komplett anderes Leben. Man muss auch lernt viele neue Menschen kennen, muss sich auf viele neue Menschen noch einstellen. Und es ist alles neu und auf jeden Fall auch kein leichter Job. Ich meine, ein normaler Arbeitsabtag ist ja so, dass man 8 Stunden arbeitet und dann kommt man nach Hause und kann entspannen. Es ist halt dann so gewesen, gerade danach, dass man seine 3 Stunden Schlaf hatte und dann schon wieder ins nächste Flugzeug steigen muss. Jetzt würde mich mal noch eins interessieren, wie verhält sich das, wenn man so im Fokus der Öffentlichkeit steht, ne? Du warst ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, warst ja Schüler damals gewesen zum Zeitpunkt, zum Casting, ne? Ich hatte meine Ausbildung abgeschlossen und danach mein Abitur machen wollen, genau. Genau, und wie verhalten sich dann, du wurdest ja erstmal freigestellt und also ich kann mir das sehr schwer vorstellen, als sag mal, als Normalmenschlicher und dann kommst du von heute auf morgen mit so einem riesen, ich sag mal, Format, ich meine, du hast ja vor Millionen Publikum gesendet, ne, es waren ja nie bloß 10 Leute und dann stehst du dann immer da, bums, Superstar, wachst irgendwann früh auf und weißt eigentlich gar nicht, was los ist. Oder wie lernt man das? Also das ist ja auch so ziemlich schwierig, ne?
dass ich rein... Ich hab eine lange Zeit gebraucht, um ein bisschen das, auch die Show und alles, was passiert ist, repräsentieren zu lassen, weil man einfach, es passiert alles sehr, sehr schnell. Man kann gar nicht irgendwie, man kommt gar nicht nach mit den ganzen Eindrücken. Und ich habe dann auch eine Zeit gebraucht, wo ich mal so ein bisschen alles Revue passieren lassen habe und einfach über so nachgedacht habe, okay, was ist jetzt alles passiert? Ich meine, ich habe in der Anfangsphase zum Beispiel während der Staffel noch versucht, die Schule parallel zu machen und habe das Gefühl, ich habe irgendwie pro Woche, glaube ich, 10 Arbeiten nachgeschrieben. Oha. Das ging auch noch bis zum Halbjahr ganz gut. Ich war überrascht, dass meine Noten gar nicht schlecht waren. Okay. Aber irgendwann war es dann soweit, dass ich zur Schule bin und habe gemeint, es geht nicht mehr. Ich bin immer noch in der Show. Ich glaube, es war Top 6 oder Top 5 sogar schon. Ich habe gemeint, dass ich jetzt abbrechen muss. Und das fiel mir natürlich auch nicht leicht, weil, mein Gott, ich hätte natürlich gern das Abitur noch gehabt und hätte wahrscheinlich die Möglichkeit gehabt, noch studieren zu gehen. Aber meine Chance, dass ich von der Musik leben kann und meinen Traum zum Beruf machen kann, war halt einfach auch gegeben. Und deswegen habe ich mich damals so entschieden und war auch im Nachhinein bisher die richtige Entscheidung. Okay, wie ging es nach DSDS dann gleich weiter? Also, wir tun das Thema jetzt mal so abgrenzen. Ich dachte jetzt mal, wir schauen jetzt mal 2 Jahre weiter. Wir gehen jetzt mal ins Jahr 2011. Wie ging es denn ab da für dich weiter dann? Du hast ja dann so ein bisschen, wie gesagt, du hast es ja schon erzählt, du hast von Dieter Bohlen dich irgendwann mal getrennt, hast dann dein eigenes Projekt gestartet. Wie fing denn das Ganze an? War das gleich erfolgreich oder sagst du, da war noch ein bisschen Verbesserungsbedarf dabei? Naja, nachdem es mit Dieter vorbei war, habe ich immer ein zweites Album gemacht mit verschiedenen Produzenten. Das habe ich nicht selbst geschrieben. Das war sehr poppig und das ist, glaube ich, am Platz 27 in den Charts eingestiegen. Und habe davor auch ein paar Singles rausgebracht, die alle Top 50 gegangen sind. Das war eigentlich okay für mich, weil ich wusste genau, dass man nicht ständig eine Nummer 1 haben kann. Das ist auch gar nicht möglich, dass das nicht so bleiben wird. Und war da sehr realistisch und hab dann versucht, viel live zu spielen mit meiner Band. Und dann irgendwann war das mit dem Management vorbei, mit dem Volker Neumüller. Und dann habe ich versucht, ein neues Team um mich herum aufzubauen und hatte dann wirklich auch dieses Ziel, ein Album zu machen, das ich selbst geschrieben habe. Und wir haben auch dann jahrelang geschrieben an den Songs, also ich und mein musikalischer Kollege. Und wir haben da, glaube ich, 2-3 Jahre... 4 Jahre wurde fast schon an vielen Songs geschrieben. Und irgendwann war dann, glaube ich, einfach der Zeitpunkt da, wo wir ins Studio gegangen sind und mein erstes selbstgeschriebenes Album aufgenommen haben. Wann kam das dann raus endgültig? Also wann war es auf den Markt geschmissen, wollte ich gerade sagen, produziert oder auf dem Markt rausgegeben worden? Also wann war es? Ende 2013 kam Diversity raus. Ende 2013. Wir haben da im Studio mehr als ein Jahr gearbeitet. Wollen wir uns da von der CD vielleicht mal einen Song anhören jetzt? Was hältst du davon? Super, gerne. Ja, suchst du dir denn einfach mal aus? Du bist jetzt mal heute so ein bisschen auch mein Co-Moderator, also darf ich dir wieder das Mikrofon bitten und dann darfst du jetzt entscheiden, welchen Song wir jetzt mal hier reinfahren. Ich glaube, wir entscheiden uns für die allererste Single dieses Albums und das wäre Rolling Stone. Alles klar, machen wir. Darin unterhalten wir uns gleich mal drüber. So, hier ist er für euch. The Rolling Stone von Daniel Schumacher. So, das war also die Single von der CD, erster Song, Rolling Stone. Warum der Name Rolling Stone, lieber Daniel? Rolling Stone habe ich geschrieben in einer Phase, als ich das Gefühl hatte, okay, ich muss mich beweisen, ich bin ein Kämpfer. Ich glaube, ich war einfach auch für mich unterbewusst in dieser Phase, wo ich gemerkt habe, dass viele Menschen, auch wirklich viele Sachen, die diesem DSDS-Zeug, dass viele Menschen halt nicht an diese DSDS-Leute glauben. Ich glaube, dass jemand vielleicht einfach ein eigenständiger Künstler ist. Und Rolling Stone heißt ja rollender Stein, sprich, dass man weiter rollt und weiter Gas gibt. Und der Song war für mich so eigentlich der Aufbausong für mich selbst. Und ich hatte den, glaube ich, auch unterbewusst geschrieben, weil ich zum damaligen Zeitpunkt noch nicht geoutet war und nicht getraut habe, nach Homosexualität zu stehen. Und das kam alles irgendwie zusammen, hat dann diesen Song geschrieben, der sehr aufbauend ist und sehr motivierend und einfach sagt, dass man gut ist, wie man ist und dass man kämpfen soll und dass man Gas geben soll, dass man sich nicht verstecken soll. Deswegen war der Song auch die erste Single vom Album, weil das so für mich einfach auch musikalisch persönlich ein Neustart war. Du hast gerade schon mal angedeutet, darauf wollte ich nämlich jetzt als nächstes reingehen. Du hattest ja anfangs in verschiedenen Interviews immer so dich versteckt. Ich würde es jetzt mal so mal besprechen, dass es in der Hinterart wie so eine Mauer war. Ne? Ich stehe definitiv auf Mädchen, war immer meistens deine Antwort gewesen.
Und aber später hast du dich dann in der Zeitschrift In, hast du dich dann doch endlich irgendwann mal geoutet und hast gesagt, dass du homosexuell bist. Ja, so ungefähr, genau. Ja. Ich meine, es gehört ja, muss man dazu sagen, leider in der heutigen Gesellschaft viel Mut dazu, diesen Sprung zu machen. Ich meine, wenn man mal im Fußball reingeht, es haben ja nun schon, ich glaube, 2-3 Profifußballer auch getan. Aber aus der Musikszene ist das ja auch so. Wenn man in der Öffentlichkeit steht, ist das doch ziemlich schwierig. Zumal du damals ja auch so ein bisschen als Mädchenschwarm hervorgingst. Ich glaube, das hat dir auch ein bisschen Hemmung gemacht, ne? Ich glaube, das war nicht mal das mit dem Mädchenschwarm. Das war für mich einfach so, dass ich war noch sehr jung und komme aus einem kleineren Ort und bei uns ist das Thema Homosexualität im Ort oder in der Stadt nicht wirklich gängig und deswegen war es für mich auch einfach so, dass ich noch nicht bereit war, mich zu outen und vor allem war ich noch nicht bereit dazu, mich von dem ganzen Land zu outen, auch während DSDS. Mhm. Ich wollte nicht irgendwie noch ein weiteres Klischee auf mich ziehen. Und hat dann einfach gesagt, dass es nicht so ist, weil ich einfach nicht bereit dazu war. Und ich sehe es auch nicht, habe es auch nicht eingesetzt, dass mir jemand sagt, wann und wie ich mich outen muss. Mhm. Meine Entscheidung, das ist hat er mir überlassen. Und deswegen habe ich das einfach damals, in der Innen war das ja eigentlich so, dass ich war auf dem roten Teppich und wurde gefragt, ob ich denn auf diesem Event alleine wäre. Und ich habe gemeint, nee, ich bin mit Partner hier. Oh. Und dann kam die Frage, was denn der Partner beruflich macht. Und ich so, der Partner ist Student. Und sie so, ach so, Mann. Ja, deswegen war das für mich eigentlich kein, für mich war das nicht mal so, dass ich gesagt habe, hey, hallo, ich bin schwul. Das war eher so, dass ich gesagt habe, ja, ich habe einen Partner und er ist ein Mann und das ist kein großes Ding. Also eigentlich war es unbeabsichtigt gewesen, wenn ich das richtig heraushöre. Also es war so, man hat erzählt und dann, ja? Ja, ja, es war nicht so, dass ich jetzt hier eine riesen Schlagzeile draus machen würde und gesagt habe, hey, Leute, schaut her, ich bin schwul. Mhm. Es war eher einfach so, dass es für mich, ich wollte es genauso machen oder genauso war das gut, weil es eben was Normales war. Ich habe gesagt, dass ich schwul bin, ich habe gesagt, dass ich einen Partner habe. Mhm. Und ich glaube, ich wollte einfach zu meinem Partner stehen. Und das war für mich genau die richtige Art und Weise und auch der richtige Grund, sowas in der Öffentlichkeit auch in Anführungszeichen zuzugeben. Wie würdest denn du heute, ich meine vielleicht, und ich denke mal schon den einen oder anderen Hörer, der vielleicht in ähnlicher Situation steckt, vielleicht nicht so im Fokus, wie du da damals standest und heute noch stehst, wie würdest denn du den Leuten da vielleicht was sagen wollen dazu oder Mut machen wollen? Sollen sie es machen oder sollen sie es von irgendwas abhängig machen, sich zu outen? Also ich glaube zum Beispiel, also bei mir ist natürlich eine andere Situation, weil wegen der Öffentlichkeit, aber ich glaube schlussendlich ist es das Wichtigste, dass man sich von seinen Freunden und seiner Familie outet und dass man da auch das Vertrauen in die Familie hat. Also ich bin zum Beispiel meinen Freunden und meiner Familie geoutet, seit ich 18 bin und das war da auch nicht das Thema. Also ich meine, das war mein Outing jetzt vor knapp einem Jahr, war für die jetzt nicht überraschend, weil die schon lange wussten. Mhm. Aber ich glaube, es ist immer wichtig, dass es die Vertrauten, die engsten Personen im Leben wissen und dass man vor denen das auch zugeben kann, weil ich glaube, die werden trotzdem zu einem stehen. Und ich glaube grundsätzlich im normalen Leben jetzt, wenn man nicht in der Öffentlichkeit steht, muss man nicht jedem Menschen sagen, hey, ich bin schwul und muss sich auch nicht bei der Arbeit outen, muss ich nirgends outen, weil das geht ja keinem was an. Aber bitte? Arbeitskollege kommt ja auch ins Büro und sagt, hallo, ich bin heterosexuell. Das ist ja eigentlich, spielt die Sexualität doch keine Rolle, der Mensch zählt. Aber wie würdest du Leuten vielleicht Ratschläge geben? Ich tue jetzt mal ein ganz krasses Beispiel nehmen. Junger Mann, Alter ist jetzt egal, sagt zu seiner Mama oder zu seinem Papa oder besten Kumpel, wen auch immer, so ein bisschen näheren Vertrauten, sagt denen das und muss dann aber leider feststellen, dass genau diese Leute, die ihm bis dato nahe standen, mit einmal einen Krückenkern und sagen, nee, mit dem will ich nichts zu tun haben. Das ist in der Gesellschaft, wird sie auch gerne als krank noch abgestempelt und was da kommt. Mhm. So weit wollen wir uns aber nicht abdriften. Aber was würdest du solchen Leuten sagen? Oder als Tipp mitgeben vielleicht? Der Punkt ist, ich glaube, von mir ein Tipp wäre jetzt irgendwie nicht der beste Tipp, weil ich habe das zum Glück für mich selbst nicht so erlebt. Aber ich glaube, wenn Menschen den Wert eines Menschen erkennen und es von der Sexualität abhängig machen, dann haben die Menschen auch nicht so viel Wert. Okay. Das ist meine Meinung, weil schlussendlich zählt. Wenn man die Person davor geliebt hat, ist es doch scheißegal, ob die Person jetzt hetero oder homo ist. Mhm. Und wenn eine Person dann sagt, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, dann hat die Person dich auch nicht verdient. Nette abschließende Worte zu dem Thema.
ist auf jeden Fall sehr ein leider ein Thema, was auch, es geht jetzt auch nicht bloß in die Homosexualität, es geht ja auch andere Themen, die leider in unserer Gesellschaft immer sehr gerne geachtet werden. Wir reden nochmal Thema Trauer zum Beispiel oder was auch immer. Meinst du, da wird irgendwann mal vielleicht ein Wandel in der Gesellschaft rumgehen, dass man sagen kann, man kann sich auch mal mit solchen Themen, wie ob das jetzt homosexuell ist oder man hat einen Trauerfall oder vielleicht auch, wie man es jetzt aktuell hier in Deutschland erleben, mit den Flüchtlingsthemen, dass man sich mit solchen Themen auch mal rantrauen kann mehr zu seinen Bekannten, Verwandten? Ich hoffe es. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich meine, wichtig, dass Menschen offen bleiben und dass Menschen auch Argumente haben, wenn sie vielleicht auch gegen etwas sind und die Argumente vernünftig sein sollten. Ich glaube, man muss halt jeden Menschen trotzdem seine Meinung lassen und ich finde das immer wichtig, dass Menschen argumentieren können und dass Menschen auch vernünftige Argumente haben, weil wenn ich mit jemandem rede, der einfach sagt, ich denke so und das ist scheißegal, ich habe keine Argumente, dann habe ich auch keine Lust, mit so Menschen zu diskutieren. Naja, das ist ja... Also, tun wir es mal in einem groben Satz beschreiben. Toleranz sollte dann doch ein bisschen zählen. Und das, ja, Toleranz ist auch wichtig. Das tun wir jetzt mal ganz dick unterstreichen. So, jetzt tun wir uns mal zu dem nächsten Thema mal so ein bisschen durchhangeln hier. Du hast ja im Jahr 2015 dann eine Zusammenarbeit mit Damon Paul gemacht. Damon Paul hat man vor wenigen Wochen ja auch im Interview gehabt, hat uns auch sein Album Lose Control hier vorgestellt. Unter anderem war auch eine Single von dir mit Bestand und natürlich auch Jolina Dres. Wie ist es denn zu eurer Zusammenarbeit gekommen? Ich habe den Damon auf einem Musiker-Event in Berlin kennengelernt. Der kommt ja aus Stuttgart, ist ja auch nicht so weit weg von mir. Und er hat dann gemeint, ob ich Bock hätte, zu einem Instrumental von ihm mal probieren, eine Nummer zu schreiben. Und ich habe gesagt, ja klar, schick mir was. Und dann habe ich das mir angehört, hat er was zu beschrieben, habe ein bisschen Gesangsmelodien versucht, hat er was aufgenommen. Hat es ihm geschickt und er fand es auf Anhieb gut. Und dann haben wir gesagt, okay, machen daraus vielleicht eine Single. Und das war damals Lose Control, der Song. Passend zum Album, ne, wie es heißt. Genau. Und dann haben wir direkt am zweiten Song gearbeitet und der lief auch ganz gut. Und also hat auch direkt funktioniert für uns beide und der ist jetzt die aktuelle Nummer auf dem Album auch, die heißt TYWO, Get Your Weapons Out. Wie heißt der? Ich habe jetzt gerade nämlich ganz wenig verstanden. Die heißt TYWO, also die Abkürzung, das bedeutet Get Your Weapons Out, das ist eine Metapher. Wollen wir uns die mal kurz anhören? Super gerne. Dann unterhalten wir uns mal drüber. Okay, du darfst natürlich gerne wieder deinen Song anteasen, wenn du magst. Jetzt kommt vom aktuellen Album von Damon Paul, das Album heißt Lose Control, der Song TYWO featuring Daniel Schumacher. Viel Spaß. Das war also von Damon Paul featuring Daniel Schumacher. Jetzt sind wir ja zuletzt stehen geblieben, dass du diesen Song mitgeschrieben hast und das, wie die Zusammenarbeit so entstanden ist. Macht ihr oder plant ihr noch weitere Zusammenarbeiten oder sagt ihr, das war so ein einmaliges Arrangement? Wir haben schon zwei Songs gemacht und arbeiten auch gerade an einem dritten, aber wir sind auch entspannt, wir gucken einfach, wie das läuft und wenn ihr was kriegt und dann versucht ihr was dran zu machen und zu gucken, was wieder einfällt. Und das Coole von uns war, dass wir da ziemlich entspannt an die Sache rangehen und uns nicht stressen. Und ich glaube, schätzen wir auch beide aneinander, dass wir zwar entspannt sind, aber auch zuverlässig und dass wir dann einfach schon mal passiert. Und ich bin dann abgeneigt, ich glaube, er auch nicht. Und deswegen kann man mal gucken, was da in Zukunft noch so passiert. Jetzt muss man ja dazu sagen, für alle, die Damon Paul nicht kennen, Damon Paul ist ja ein DJ, ne? Er ist ja, er ist ja auch viel unterwegs, also gerade jetzt, wenn man sich mal so die deutschen Charts anschaut, da sind ja derzeit einige DJs doch im bekannt geworden, ne? Ob man jetzt den bekannten Mann nehmen, Robin Schulz zum Beispiel, ne? Um nur einen von den vielen, die derzeit so ein bisschen in den Charts hoch und runter springen. Was meinst du, woran liegt das jetzt im Moment, dass da auch so die DJs mal endlich wieder wahrgenommen werden? Ich meine, David Guetta hat vor ein paar Jahren schon den Anfang gemacht. Der Sound kommt gut an und die Jungs produzieren auch gut. Produzieren auch mit guten Songs. Es sind sehr viele aktuell sehr viele alte Songs aus der Schublade gekramt worden. Jetzt Ain't Nobody oder auch Supergirl. Die halt einfach in einer coolen Version nochmal neu aufgelegt werden. Das ist halt einfach was sehr praktisch, weil das spricht die jungen Leute an, die jetzt auch vielleicht nicht kannten. Und spricht aber auch die ältere Generation an, die halt den Song auch im Original kennt. Und das ist
ist eine super Idee eigentlich. Du hast gerade Supergirl gesagt, den würde ich jetzt gerne mir mal anhören wollen. Ne? Das ist ja mit Anna Neklab. Den hören wir uns jetzt mal ganz entspannt mal an. Da können wir nämlich in der Zeit noch ein bisschen uns überlegen, was wir gleich weiterreden, ja? Gerne doch. Also hier ist Anna Neklab mit Supergirl, im Original war er von Raymond gewesen. Hier viel Spaß. So, das war er ja, Supergirl. Wie findest du persönlich den Song eigentlich, Daniel? Ist das so eine Nummer, die dir gefällt? Ja. Ja? Ist ja lustig, dass die Band ist ja im Original, das ist ja von Raymond. Ja, ja, genau. Kommt ja ursprünglich aus meiner Gegend. Ach so, okay. Ich komme ursprünglich aus Ilmensee, wahrscheinlich keine Mensch etwas. Das ist ganz, ganz, das ist nicht wirklich weit entfernt von Pfullendorf. Deswegen finde ich das ganz lustig, dass mit Delta Direktion den Durchbruch so geschafft hat. Finde ich sehr cool. Du redest von der Anna Neklab? Die ist bei dir aus der Nähe? Nee, Raymond. Raymond, achso. Ja gut, also er ist bei dir aufgewachsen. Der Raymond direkt. Bitte? Der Raymond ist bei dir aufgewachsen. Die Band selber. Okay, okay. Das ist auch mal. Ich habe was Neues gelernt. Das ist, naja, aber was würdest du selber sagen? Gefällt dir die Single von Raymond besser oder eher die jetzt aktuellere von Anna Neklab? Das kann man nicht vergleichen. Schwer, ne? Unterschiedlich produzierte Sachen sind. Beide nochmal super. Also, ich würde gleich sagen, aber ich finde beide Versionen super. Also, wenn wir es mit dem Fußball gehen, müssen wir gleich ein 1-1. Unentschieden. Eindeutig. Genau. Gut, das ist eine diplomatische Antwort, das ist okay. So, wir sind ja im Jahr 2015. Was erwartet denn uns als Fans oder als Hörer? Was gibt's denn Neues? Jetzt sind wir im September, es geht Richtung Weihnachten zu. Gibt's da irgendwas, wo du sagst, da passiert was, was wir wissen sollten? Ich bin seit einem knappen Jahr jetzt im Studio mit einem Produzenten aus Hamburg und wir schreiben an Songs. Und das ist aber nicht das Album, das unter meinem Namen rauskommt, sondern unter einem Projektnamen. Und wir stressen uns da nicht, wir haben da jetzt schon extrem viele Songs aufgenommen, wirklich unterschiedlichste Musikrichtungen und ich schreibe ein bisschen was, er schreibt ein bisschen was und wir ergänzen uns da ganz gut und macht super viel Spaß im Studium zu arbeiten, weil er ein sehr kreativer und offener Mensch ist und das wird im nächsten Jahr irgendwann rauskommen und da freue ich mich schon drauf und jetzt im Spätherbst und Richtung Weihnachten gibt es wieder auf jeden Fall Konzerte, mache jedes Jahr so 3-4 Weihnachtskonzerte. Und das wird dieses Jahr auch wieder geben und dann nächstes Jahr, wie gesagt, geht's los, hoffentlich relativ schnell mit dem neuen Album, Projektalbum und dann schreibe ich aber auch gerade wieder schon an einem eigenen Album. Also kann man von Daniel Schumacher also auch dann in unabsehbarer Zukunft dann auch nochmal ein neues Album erwarten? Ja, komplett eigen. Da sind wir ja gespannt. Ich meine, wäre ja cool, wenn du dich dann hier melden könntest und sagst, pass auf, ich habe ein neues Album, stell das mal vor. Oder dann können wir dich ja gerne auch nochmal ins Interview reinholen, wenn du magst. Können wir uns ja dann gerne noch drüber unterhalten. Würden wir uns freuen. Ja, ansonsten, gibt es sonst noch irgendwas Überraschendes, was der Hörer sich noch freuen kann? Also ich meine, das sind ja nur schon etliche Projekte, da wirst du einiges dran arbeiten, aber gibt es irgendwas jetzt im September oder Oktober, was jetzt irgendwie aktuell sein sollte, was wir noch unbedingt uns unterhalten sollten? Ich bin im September jetzt noch ein paar Festivals, können die Leute gerne hinkommen. Und im Oktober, November, Dezember geht es dann Richtung Weihnachtskonzert, da können sich die Leute auch drauf freuen und die Fans, weil da gibt es wieder super Cover. Da gibt es auch ein paar neue Songs schon aus den Weihnachtskonzerten. Okay. Ja. Also da kann man vielleicht, mal schauen, wo kann man denn die Termine anschauen, wenn man jetzt da sagt, das interessiert mich, da würde ich gerne hinkommen, zu den Weihnachtskonzerten oder zu den gerade angesagten Festivals. Facebook? Die Weihnachtskonzerte werden auf jeden Fall auf meiner Seite veröffentlicht, wenn die Termine feststehen, also genau feststehen, einfach auf meine Facebook-Seite gehen oder auf meine Homepage und schauen. Also auf meiner Facebook-Seite ist Daniel Schumacher, Schumacher mit H. Ich erinnere, dass ich eigentlich immer alles an Veranstaltungen, Terminen. Und dann vorbeikommen und gucken, was da so passiert. Und entweder Fan sein oder sagen, nee, ist doch nie so meins. Das darf dann jeder. Ich hoffe auf Na klar, das wünsche ich mir dir auf jeden Fall. Ja, dann haben wir an dieser Stelle eigentlich schon ein sehr interessantes und auch, muss ich sagen, sehr offenes Gespräch von dir erlebt. Bevor wir aber endgültig zum Ende kommen, so mache ich es gerne auch mit meinen Gästen hier am Weekend Deluxe. Darfst du jetzt dir 3, 4, 5 oder auch gerne 3 Stunden einfach mal nehmen, um einfach mal was in Richtung deine Fans oder auch an die Hörer rauszuschicken, wenn du magst. Ohne, dass ich jetzt eine Frage stelle. Ach so, super gerne. Ist schwer, ne? Aber...
Ich glaube, ich mache das meinen Fans einfach zu sagen, dass ich unglaublich dankbar bin, weil meine Fans sind echt so, dass sie zu jedem Termin kommen und sie fahren durchs ganze Land, aus der Schweiz, aus Berlin und egal wo der Auftritt ist, aus Österreich auch, kommen die da hin und unterstützen mich und sind seit 6 Jahren so treu und das ist nicht selbstverständlich, und weil gerade in der heutigen Zeit ist Musik so schnelllebig und da springt man mal gern von Künstler zu Künstler und ich bin einfach so dankbar, dass ich treue Fans habe, die irgendwie mich unterstützen und für mich kämpfen. Und das gibt es, glaube ich, nicht immer. Und das kann ich immer nur wieder aufs Neue wiederholen und sagen, einfach Danke sein. Ich glaube, dafür bin ich einfach echt unglaublich dankbar. Okay. Dann sage ich mal an der Stelle vielen, vielen Dank, wie gesagt, nochmals, dass du dir die Zeit genommen hast für das sehr tolle Gespräch. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns an anderer Stelle, vielleicht Anfang nächsten Jahres, zu Beginn deines neuen Albums oder neues Projekt, was du angesagt hast, nochmal treffen könnten und uns vielleicht drüber unterhalten können, wenn du magst. Voll gerne. Dann wünsche ich dir an dieser Stelle einen wunderschönen Sonntag noch und dann bleib so, wie du bist. Viel, viel Gesundheit wünsche ich dir und natürlich viel Erfolg weiterhin für dem, was du dir vorstellst oder auch wünschst, vor allen Dingen. Ja? Und vor allen Dingen, dass du endlich mal deine eigene Marke sein darfst und nicht unbedingt immer nur DSDS bist. Ja? Vielen Dank. Das war jetzt Daniel Schumacher hier im Weekend Deluxe.